Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 2.7.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Mega geil, der Seestern. Ja Leute, ich kann euch nur eins sagen, am Ende dieses Videos gibt es dann noch ein Gameplay von diesen drei neuen Items vom Seestern, der Muschelack und der Qualle als Gleiter. Mega geil, also lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und eben an selber zu spielen. Ist absoluter Wahnsinn, kann ich euch jetzt schon sagen. Die Muschelhacke cool, die Qualle cool, aber die gucken wir uns dann später an. Oh, neuer Emote auch, die Krabbe, wir fangen jetzt auf der rechten Seite bei den täglichen Items an mit dem Axiom. Axiom sieht ja eher so ein bisschen aus wie so ein billiger Marvel-Verschnitt. Kriegt von mir 5 von 10. Dann haben wir hier ein Voting von, oh Gott, was ist das? 2,25 von 5 bei 16 Votes. Jo. Das erste Mal im Shop am 20. März 2019, seitdem 3x5 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 104 Tagen. 20. März 2019. Jo, dann geht's hier weiter mit dem Rückpaddler. Für 500 V-Bucks. Achso. So, dann haben wir den Rückpaddler. Für 500 V-Bucks. Kriegt von mir 7 von 10. Und hier ein Voting von 3,35 von 5 bei 23 Votes. Am 15. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 5x 30 Reminders, letztes Mal vor 17 Tagen im Shop. Der Rückpaddler. Die Lucky Picker. Finde ich persönlich nicht so toll. Kriegt von mir 3 von 10 für 500 V-Bucks. Hat hier ein Voting von 3,04 von 5 bei 28 Votes. Am 2. November 2017 ist das erste Mal drin gewesen, seitdem 28 Mal. 30 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 33 Tagen. Glitschig. Die Lackierung. Ja, 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 ja. Ja, kriegt von mir 7 von 10 für 300 V-Bucks. Das ist Slippery. Slippery hat hier ein Voting von 4,5 von 5 bei 12 Votes. Am 24. Mai 2019 ist er erstmal drin gewesen. Seitdem 3x 8 Reminders. Dann haben wir den Matchball. Dazu lade ich dann auch nochmal ein separates. Jetzt habe ich ihn tatsächlich auch mal auf der Map gefunden. Ist jetzt sogar relativ häufig jetzt im Einsatz hier, der Matchball. Ist aber doch ganz gut angekommen, der Teil. Den habe ich gestern bereits benotet. Wenn es euch interessiert, klickt einfach auf das Video oben rechts in der Ecke. So, und dann schauen wir mal wegen dem Gameplay, was das auch noch mit reinkommt. Ja, Matchball hat, aber wir gucken jetzt mal trotzdem in das aktuelle Voting von dem. Und das sieht nicht ganz so berauschend aus. Das sind nur 2,18 von 5 bei 11 Votes. Ist mir aber auch jetzt in letzter Zeit öfter aufgefallen. Also habe ich schon zum Herrn sofort gesagt. Also seltsamerweise auch der Doggo, ja, der hat ja so schlechte Bewertungen. Und in fast, also in, sag ich mal, einer von drei Runden ist ein Doggo mit dabei. Also der Doggo wird trotzdem relativ häufig gespielt. Ich befürchte, dass das bei dem Matchpoint ähnlich ist. Der hat hier ziemlich schlechte Noten und trotzdem jetzt schon ein paar Mal auf der Map gesehen hier. Also, Dann haben wir diesen neuen Emote-Krabbe. Vor dem Tanzen kneifen, beim Tanzen kneifen. Ja, was soll ich zu dem Ding da sagen? Das ist ja
schrecklich. Irgendwie aber erschreckend witzig. Hahaha. Was soll ich zu dem Ding sagen? Also ehrlich, für mich ist das schon wieder zu viel hier. Das Ding kriegt von mir... Oh mein Gott, ist das schrecklich. Kriegt von mir 6 von 10. Oh mein Gott. Hat hier auch noch kein Voting. Oh doch, jetzt... Oh, 3 Votes sind jetzt schon da. Oh mein Gott, oh mein Gott. 4 von 5 bei 3 Votes. Oh mein Gott. 500 D-Bucks. Krabbe. Schauen wir uns nochmal hier diese Qualle da an. Alter, guck mal hier. Das ist der Oberhammer. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Dieser Gleiter hier, den könnt ihr dann später auch im Gameplay sehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Kriegt von mir 10 von 10. Ist leider noch kein Voting da. Aber das ist der absolute Wahnsinn. So, dann schauen wir mal hier rein, dass die Muschelhacker auch die. Alter, guck mal, da kommt ein Fläschen raus. Geil. Und das Ding ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Da sind auch so kleine Seesterne drauf hier oben. Hammer. Absoluter Wahnsinn. Gefällt mir auch ziemlich gut. 10 von 10 auch dafür von mir. Und das hier ist der absolute, sowieso der absolute Oberknaller. Hier der Seestern. Also auch später im Gameplay. Mega cool hier auch diese Schuppen am Arm. Ne, hier oben diese Seesterne. Muscheln als Ohrringe. Da oben so kleine Quallen. Ich habe mich schon gefragt im Match, was das da ist, was die da oben auf dem Kopf hat. Das sind kleine Quallen. Und auf den Quallen sind dann auch nochmal hier so Seesterne. Hinten in den Haaren noch Seesterne. Hier unten an den Beinen Schuppen und Seesterne. Die Füße, kann ich euch jetzt schon nochmal sagen, im Gameplay seht ihr das dann auch. Das sind so kleine Flossen, die sehen schon echt sehr strange aus. Aber das Ding, das ist... Was hat ihr denn da hier um den Hals herum? Die Augen blau-grün. Ich finde die geil. 10 von 10. Wir schauen uns jetzt auch mal hier hinten die Seeanemone, das Backpack an. Auch da guckt euch das an. Das ist doch. Also ich finde das ist der Wahnsinn. Hier da die Fische, die da noch aus der Anemone rausschauen. Das Ding ist absolut jetzt schon für mich totaler Kult, ja. Mega geil. Ja, kann es nur 10 von 10 für geben. Jetzt gucke ich mal, ob es da schon irgendein Voting gibt. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus aktuell. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch wieder nicht. Aber gut. Also, hier ein Voting haben wir jetzt von 2,5 von 5 bei 6 Votes schon. Also 6 Mal ziemlich deutlich schlecht bewertet. Wir switchen gleich ins Gameplay rüber und schauen uns das mal an. Ich kann nur sagen, ich finde es faszinierend. Aber es ist auch wieder Geschmackssache.
es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet sich mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir immer gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Danke fürs Zuschauen.